Walter Müller, wir stehen da vor einem wunderschönen Spargelfeld auf dem Farmathof von Stefan Britschke in Diepelzau. Eine Spezialkultur, wie sie ganz selten in der Schweiz gibt. Auf deinem eigenen Hof tust du selber Spezialkulturen kultivieren, unter anderem Rüebli, andere Gemüsearten. Was für eine Rolle spielt deiner Ansicht nach die Spezialkultur in der schweizerischen Landwirtschaft und in der Landwirtschaftspolitik? Werden sie angemessen berücksichtigt oder vielleicht eben nicht ganz? Also erstens mal werden Spezialkulturen sehr geschätzt von den Konsumentinnen und von den Konsumenten. Gerade wenn ich jetzt hier an Spargel denke, dann sind Konsumenten sehr froh, dass es die überhaupt gibt. Auch selber tue ich die gerne essen. Bei der Bewilligung und bei den Vorschriften für Spezialkulturen muss man immer eben darum kämpfen, dass sie entsprechend berücksichtigt werden. Herzlichen Dank, Walter Müller, für die Antwort.